CDU, CSU und SPD haben einen sehr guten Koalitionsvertrag für unser Land geschrieben. Diese Koalition will Deutschland voranbringen. Neuer Aufbruch in Europa, neue Dynamik in Deutschland und neuer Zusammenhalt in unserem Land. Das sind drei konkrete Botschaften, die für die nächsten Jahre in unserem Land umgesetzt werden sollten. Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir sagen können, dass Grundprojekte unseres Regierungsprogramms wirklich jetzt 1:1 es in diese Koalitionsvereinbarung geschafft haben. Ob das das Baukindergeld ist, ob das das Kindergeld als solches ist und die Kinderfreibeträge. Also hier kann man wirklich sagen, dass wir Wort gehalten haben und das ist ja auch recht wichtig. Abgegeben, dass wir gegen beide Teilen sehr zufrieden sind, sondern ich glaube, haushaltstechnisch sind wir zufrieden. Die schwarze Null, das Erbe von Wolfgang Schäuble, bleibt erhalten. Steuertechnisch konnten wir Steuererhöhungen verhindern. Das ist auch gut. Wir werden aus dem Solidaritätszuschlag aussteigen. Und wir tun eine Menge, insbesondere für junge Familien mit Kindern. Also da kann man einen Strich drunter ziehen und kann sagen, das ist gut gelaufen. Wir setzen klare Signale im Bereich der inneren Sicherheit. Wir erhöhen die Zahl der Polizistinnen und Polizisten allein auf Ebene des Bundes um weitere 7.500. Wir tun viel im Bereich der besseren Ausrüstung, insbesondere im Bereich der IT bei der Polizei. Einer der Gewinner dieses Koalitionsvertrages sind die ländlichen Räume, Wo mehr als die Hälfte der Menschen in diesem Land leben. Wir stellen sie in den Mittelpunkt unserer Politik und wir machen Versprechen. Wir wollen Schwächen abbauen und wir wollen viele Maßnahmen einleiten für besseren Mobilfunk, für mehr Breitband, für eine gute Gesundheits- und Pflegeversorgung. Ich glaube, das wichtigste Projekt bei uns ist der Breitbandausbau. Und da geben wir jetzt 10 bis 12 Milliarden verlässlich in den nächsten 3,5 Jahren aus. Und das wird uns helfen, gerade in den ländlichen Regionen Gigabit-Leitungen zu verlegen, 1000 Megabit bis auf den Bauernhof. Das ist für uns ein sehr wichtiges Ziel. Wir werden weiterhin auch sehr viel in digitale Wirtschaft und in Start-ups investieren und wir wollen auch die Verwaltung elektronischer machen mit dem neuen Personalausweis und mit einem Bürgerkonto, was es sehr viel einfacher machen wird, Leistungen von den Städten auch elektronisch zu nutzen.